Halli und Hallöchen, meine lieben Freunde, und damit auf. Hier ist einfach gefahren, Let's Play Retro Friday. Ja, Let's Play vom Retro Friday begrüßen. Wir spielen wieder Crash Bandicoot 3 Warped. Ja, aber ich hab die Quest doch weggepackt, weil der Kegi gerade ja Crash Bandicoot 2 Let's Play hat und aktuell Crash Bandicoot 3 Let's Play. Ja, deshalb werden wir heute hier auch mal weiter spielen. Wir müssen Orange Asphalt noch machen, das Motorradlevel. Ich bin komplett aus diesem Spiel raus. Das Einzige, was ich aktuell von diesem Spiel sehe, mache ich das Let's Play von Kegi gucken. Der ja tatsächlich 105% Let's Play macht, während das, was ich hier mache, lediglich die Story durchspielt. Und ja, da ich ja in diesem Spiel sowieso so godlike bin, nicht ja, ne, aber ich gehe da spielen müssen, weil ich einfach mal Bock hatte, so wieder mal auf das Spiel, einfach weil es mich gerade irgendwie ein bisschen heiß drauf gemacht hat, einfach deshalb, hat sonst keinen Grund. Ah, komm, oh, wolle, wir haben das Auto einfach weggerackt, juckt uns einfach überhaupt nicht. So, wir müssen hier Erster werden, bekanntlich. Auf die Kisten scheißen wir mal. Oh, fuck. Wir wollen nur Erster werden. Erster ist schon völlig ausreichend. Bam, 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 balalalala. Oh, fuck, ich muss hier rüber. Ich wollte den Boost behalten und, ne, war vielleicht nicht ganz so intelligent. Ah, Mistgeburt. Komm, das müssen wir wohl First Try schaffen. Also ich denke, das wird ja wohl noch im Bereich des Möglichen sein. Ich hoffe es zumindest. Einmal da. Sehr gut, jetzt hier rüber. Am besten, ne, da brauchen wir nicht vom Gas gehen. Doch, hier. Wow, oh fuck. Immer noch Vierter, was soll denn das? Würde gerne mal Erster werden. Ah, natürlich, und die können reinfahren, ohne dass es sie juckt. Ja, ach so. Gut, die Rampe stößt mich dann anscheinend auch übertrieben krass weg. Nicht Rampe. Doch, war eine Rampe. Das ist der Zweite. Wir müssen Erster werden. Vielleicht holen wir ihn noch ein. Nee. Gut. Dann müssen wir neu starten. Aber hey, wir sind wenigstens nicht Zweiter geworden. Naja. Und uns hätten sogar nur zwei Kisten gefehlt. Naja! Ich würde gern direkt neu starten. Okay, ich wusste nicht, dass er in den Warp Room von alleine geht. Naja, machst du nix. Ja, war nicht so schlimm, Crash. Shit happens, mein Gott, ey. Ich habe auch nie gesagt, dass ich ein Pro in dem Game bin. Habe ich das? Nein, habe ich nicht. Also Ruhe! Komm, Crash. Wow, wir haben nicht mal einen Hochstarter geschafft. Egal, diesmal konzentrieren wir uns mehr. Ich werde jetzt einfach mal wirklich komplett auf die Kisten scheißen, weil wir hier kein 100%, 105% oder was weiß ich, wie viel Prozent das Play machen. Das hier ist der Retro Friday. Wir spielen die Story durch und das soll dann auch reichen. Ich will das Spiel ja nur zeigen. Let's Play ist ja nicht. Doch, das schon, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Ich zeig's euch ja nur ein bisschen. Ich spiele Zeit einmal an und dann spiele ich es mit der Zeit durch und keine 100% halt, ne? Na, wow. Der Boost wäre eigentlich jetzt essentiell gewesen, aber dann halt nicht. Bam, bam, ba-ba-da-ba-dam. Bam, 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 ba-dam. Ey, du blöde Missgeburt! Ja, wow. Der mich weggerammt hat, du Arschloch. Wehe. Natürlich. Wir müssen da nicht rüber, oder? Ja. Schon besser. Cool, Crash macht keine Geräusche mehr. Ah, Headsettle. Wow. Wow! Komm, direkt von... Ja, aber ich habe gar keinen Bock auf das Motorrad-Level. Ich will jetzt nicht das Motorrad-Level machen. Ich will das jetzt nicht machen. Das ist ein Level zum Laufen. Kein Bock da drauf. Hier, bam. Dingsbums-Level. Wie heißt's denn? Oriental-Level. Darauf habe ich Bock. Das war ein starker Versuch. Ich habe keine Leben mehr. Was? Ah. Ich meine, dass ich schlecht in Crash bin, wisst ihr.
Das ist kein Geheimnis. Nee, ist es nicht. Moment. Ah, ich versuche gerade die neuen Sachen anzuwenden, die ich in Kirby's Let's Play gelernt habe, aber irgendwie vielleicht nicht so gut. Wow, da kommt ja ein Teppich. Hey, Teppich. Wow, war das knapp. Holy shit. Alter! Warum spiele ich so? Sind wir mal ehrlich, das Spiel ist aktuell nicht schwer. Dieses Level, der Anfang ist nicht schwer und ich verkacke ihn trotzdem. Eigentlich wollte ich heute, wenn es geht, sogar fertig mit dem Spiel werden, aber nein. Nein, oh, fick dich doch. Bam. So, hier sind die Crash Skills. Da war der Götter, der Crash Göttertrank. Ich bin untröstlich, dass ihr euch das gerade angucken müsst. Ich hoffe, dieses Video wird niemals jemand. Was ich hier gerade mache, geht eigentlich echt gar nicht klar. Ich kann auch mit Save States arbeiten, ne? Aber dann hasst ihr mich. Also ich finde am Anfang des Levels ist ja nicht schlimm. Oder dann dementsprechend an Checkpoints. Nur halt, dass du nicht Game Over gehst. Wisst ihr, so ein Level kann man eigentlich kurz durchrotzen, aber ich. Ich kenne das halt nicht. Okay, vergiss das einfach. So. Mach Putt, danke. Vielleicht kriegen wir sogar alle Kisten. Ha. So scheiße wie ich bin, wäre das ein Wunder. Ein wahres Weltwunder wäre das. Das war doch gerade schon fast okay. Für mein Skill-Level. Mann, ich hätte den Teppich fast getroffen. Damit bin ich echt zufrieden, dass ich ihn schon fast treffe. Alter, mach doch mal hier. Mach doch mal die Kisten kaputt. Danke, Crash. Na gut. Ah. Okay. Jetzt läuft's doch, oder? Jetzt läuft's doch ganz in Ordnung hier. Ich meine, ich roste es zwar nicht so durch wie so ein. Wie so ein Crash-Gott wie Keki, aber hey. Ah.
Kann ich da vielleicht... Das könnte sogar funktionieren. Das probiere ich jetzt aus. Okay, geht nicht. Und gerade zeige ich euch immer den übelsten Speedrun-Shit und dann ist mir aufgefallen, dass ich ja gar kein... Wow! 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 Wetten? Wow, bin ich gut geworden, Kappa. Nein. Wow. Oh, hier wäre eine Todesplattform gewesen, wenn wir in diesem Level nicht gestorben wären. Aber ich bin ja dann doch ein, zweimal gestorben. Wie gesagt, ein, zweimal. War nicht oft. Jetzt kommt zurück, Plattform. Sei ein guter Teppich. Braver Teppich. Checkpoint. Obwohl ich glaube, mittlerweile brauche ich keine Safe-Station machen. Mittlerweile haben wir wieder Leben. Den Bonusbereich können wir allerdings auf jeden Fall mitnehmen, weil ich glaube, dafür bin selbst ich nicht so schlecht. Hoffe ich. Denke ich. Glaube ich. Meine ich. Wir haben doch die auch noch, ne? Genau, wollte ich nämlich gerade sagen. Bin ich weit genug weg? Ich glaube nicht. Doch. Wow. Wow. Oh, wow. Ja gut, die Steuerung hier ist auch ein bisschen kacke, muss man sagen, am PC. Ich bin nicht auf einer PS2, ich wette, da war ich besser. Ich muss mir eine PlayStation 2 wieder anschaffen, ey. Die Frage ist nur, wie nehme ich die auf? Da müsste ich mir irgendwie, wie heißt es, glaube ich, eine U3 oder so kaufen. Oder keine Ahnung, wie Kaki seine PS2 aufnimmt. Oder andere YouTuber. Jetzt Moment. Perfekt, wir haben mir alle Kisten gesammelt und vier Leben. Vier Leben! Vier Stück! Das ist super. Da oben war eine Kiste. Jetzt müssen wir noch den Sprung schaffen. Und wenn ich das nicht schaffe, dann dürft ihr mich gerne alle töten. Was? Wir haben sogar den... Leute, wir haben den Edelstein! Ich hab gehört, wir machen jetzt auch den Crash Bandicoot-Tanz. Weil ich bin jetzt gerade so glücklich. Ich war nicht scheiße. Ich meine doch, ich war scheiße, aber ich hab den Edelstein. Oh ja, los, tanz mit. Aber ich beende den Part jetzt nicht, sondern wir machen weiter. Komm, mach mal das kurz durch. Na, wie viel Zeit habe ich noch? 15 Minuten. Na, mal gucken, wie weit wir kommen. Mal gucken, ne? Hi, Schlangi. So, dann können wir hier auch wunderschön weitermachen, weil jetzt läuft es irgendwie, habe ich gehört. Jetzt kommen die Crash-Skills.
Jetzt kommen die Quest-Skills aus Kekis LP zum Vorschein, die ich mir angeeignet habe. Guckt das LP, das ist super. Ich verlinke euch mal beide unten. Wie gesagt, das letzte Mal, als ich Crash Bandicoot 3 gespielt habe, war es ja auch aufgrund eines Let's Players-Hype, der es gespielt hat. Damals war es noch der liebe Herr von und zu Wollo. Visato. Herr von und zu Wollo Visato. Ich hab gedacht, es schleicht noch. War nicht so. Nimm den ruhig mit, Crash, du. LOL, willst du mich jetzt verarschen? Das hätte eigentlich nicht passieren sollen, dürfen. Der hätte eigentlich sterben müssen. Oh Gott, schnell, da brauche ich das Glühwürmchen. Wo ist denn das nächste? Was? Nein! Okay, wir müssen es zumindest schneller machen. Nein, wir warten. Na, fuck. Du wirst glücklich, wenn es niemals reichen jetzt, aber egal. Ich glaube, wir können sowieso nicht alle Kisten kriegen, oder? Wegen der Regenbogenroute. Mir gerade irgendwie überhaupt nicht sicher. Ne, ich glaube, da gibt's, oder? Gibt's da? Nein, fuck! Drei Akku, Akku, Hype! Hype! Wuhu! Yay! Hab gehört, es hat genauso gehabt wie ich. Aus dem Weg, ihr Missgeboten! Yes! Auf den Bonusbereich. Der in diesem Level fucking schwierig ist. Weil... Ja, ne? Ich würde sagen, wir überspringen die erstmal. Ah, das war zu weit. Es fehlen aber noch zwei Kisten. Was? Da war ein Abgrund. Scheiße. Ja. Ich will jetzt auch mal ehrgeizig sein hier. Ehrgeiz, Hype. Licht, Hype. Hype. So viel Gehype hier. Hype wieder viel zu viel gehypt, ey, Leute. Das geht gar nicht. Sehr gut. Können wir nämlich hier schon mal ein bisschen vorarbeiten. So, dann nehmen wir das nämlich erst jetzt mit. Ah, oh, fuck, das hätten wir auch noch machen können. Moment.
Kann sein, dass wir schon zu weit sind. Okay, jetzt sind wir da drin. Moment. Eins, zwei. Da müsste noch eine sein. Ja, wir waren auf der rechten. Ich hab gedacht, wir wären auf der linken gewesen. Ah! Da! Ne. Ja, wir können es auf jeden Fall noch besser machen. Wir können das Glühbirnchen noch später holen. Beziehungsweise hier die Kisten noch kurz machen können. Denke ich. Wir werden nur die Kiste kaputt machen. Danke, Spiel. Nee, das muss ich auf jeden Fall mit Glühwürmchen machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, drei, vier, fünf. Fuck, verzerrt. Moment. Jawoll! Wuhu! Wir haben es geschafft! Auch wenn ich so ruhig war, weil ich mich nicht rede, aber wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! 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 Aber ich glaube, wir kriegen sowieso nicht alle Kisten wegen der Regenbogenroute. Das war jetzt gerade sehr stark. Wir müssen es aber nicht. Nee, das müssen wir nicht nochmal machen, oder? Nee. Ansonsten hätte ich jetzt wahrscheinlich geweint. Das war auch bad. Wie viele Leben haben wir? Da müssen wir noch einige haben. 7 Stück. Das reicht doch locker. Es sind noch 20 Kisten. Das ist nicht viel. Willi! Ey, der hat sterben müssen. Ey, komm schon. Hä, ich hab doch einen Checkpoint oder doch nicht? Anscheinend doch nicht. Wow. Wow, bin ich gerade super. Ich glaube, es ist genau so gemacht, dass es zugeht, wenn wir kommen. Ey, sind wir ehrlich, der hätte eigentlich sterben müssen. Sehe ich jetzt so. Bin wahrscheinlich der Einzige, der das so sieht, oder? Ja? Ja, klar. Patrick, er scheiterte an der Mumie. So, fick dich. Okay, wir brauchen doch die Regenbogenroute. Nein! Yes, schon wieder ein Edelstein. Oh, wir haben noch 5 Minuten Zeit, Leute.
Theoretisch könnten wir noch Motorrad oder Fluglevel. Das ist die Frage, was möchte ich bis zur nächsten Folge aufschieben? eigentlich beides, ne? Wir haben's schon wieder geschafft. Hi! Komm. Und dann muss weg. Ich fühle mich gerade gut. Ich fühle mich gerade geskillt. Auch wenn ich nicht bin, ich fühle mich so. Lasst mir mein Gefühl, Leute. Was haben wir mit meinem Hochstarter gekriegt? Das war vorher nur Zufall, dass ich es geschafft habe. So, ich muss mich natürlich ein bisschen konzentrieren, weil ansonsten packe ich das auch nicht. Weil ich ja in diesem Level auch nicht wirklich gut bin. Bekanntlich. Ich bin in diesem Spiel generell nicht wirklich gut. Um es zu let's playen, reicht es gerade so. Das ist nicht lustig. Hör auf zu lachen, Patrick. Also 100% diesem Spiel bei mir werdet ihr, denke ich, eher niemals sehen. Nie. Ja, vielleicht irgendwann mal, wenn ich arm bin und Geld brauche. Dann! Hier komme ich irgendwie immer rein. Wow, das war knapp. Ah! Scheiß auf die Schanze. Wow, das hat ja viel gebracht. Ich werde das mal irgendwie durchspielen können. Geh weg, Polizeilein. Aber bis jetzt bin ich eigentlich fast perfekt gefahren, oder? Das ist ja schon der erste Platz hier. Und wir hätten sogar fast alle Kisten auch noch bekommen. Gut, das ist mir zwar scheißegal, dass wir nicht alle Kisten bekommen haben, sondern dass wir jetzt einfach mal Erster sind. Ja, Hype! Erster! Woo! Sollen wir noch das Fluglevel machen? Da können wir theoretisch sogar kurz beides holen, weil das ist echt nicht so schwer. Und dann können wir den nächsten... Aber dann wird der nächste Retro-Fight so kurz! Wenn wir nur gegen den Boss fighten. Ja, dann beenden wir den heute hier, dann machen wir in der nächsten Retro-Fighter-Folge, ob es direkt die nächste ist oder ob es noch ein bisschen dauert, weiß ich nicht. Machen wir dann das letzte Level Mad Bombers und dann Mad Bombers und dann gehen wir zu Cortex. Ja, dann würde ich sagen, wenn euch eine weitere Folge von diesem Retro-Fighter gefallen hat, würde mich hier einen Daumen nach oben oder könnt ihr euch sehr freuen. Link zur ersten Folge und zu Playlist befindet sich unten in der Beschreibung und auch zu allen Crash Bandicoot Parts, egal ob Crash Bash, Crash Bandicoot 1, 2 oder 3. Und auch die beiden Crash Bandicoot Displays von Keggy, Crash Bandicoot 2, was vorbei schon und 3, was gerade am Laufen, das findet ihr unten. Guckt da mal rein, die kann ich euch nur sehr empfehlen. Und ja, auch alle Social Media Links für YouTube, Facebook, Proxy, Box für Instagram. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann am nächsten Freitag wieder beim Retro Friday. Und ja, was ist denn da zu sagen, außer tschüss, Silly.